Und hiermit begrüße ich euch zu einem neuen Let's Play Night of the Dead. Und für alle, die sich wundern, hä, wieso jetzt? Ja, es ist ein Update rausgekommen, die Version Alpha 2 ist raus. Wir sehen es unten links eingeblendet. Und es gibt eine ganze Menge Content. Für alle, die meinen Kanal und meine Let's Plays verfolgen, wissen, dass gerade Night of the Dead in der Alpha 1 noch läuft. Die gute Nachricht, die Folgen sind alle schon aufgenommen. Das heißt, ich werde jetzt Stück für Stück fertig machen und auch wie gewohnt weiterhin veröffentlichen. Bis zum Story-Ende ist alles dabei. Das heißt, wer das weiter verfolgen will in der Alpha 1, kann das gerne tun. Alpha 2, neuer Content. Es gibt eine neue Map, es gibt neue Waffen, es gibt neue Zombies, es gibt Fahrzeuge. Es hat sich am Gameplay, am Balancing was geändert, was die Wellen betreffen soll. Also eine ganze Menge zu entdecken und auch demzufolge neues Spielerlebnis oder zumindest ähnliches. Und genau deshalb habe ich mich entschlossen, wir legen gleich wieder los. Ich habe ja noch ein bisschen Erfahrung jetzt aus dem ersten Run. Alpha 1, das was gerade veröffentlicht wird, ist auch tatsächlich mein erster Run in Night of the Dead gewesen. Das heißt, von dem kann ich hoffentlich ein bisschen was hier mit rübernehmen. Und das, was neu ist, das ist halt neu, das entdecken wir zusammen neu. Und dann starten wir ein Spiel. Wir nehmen wieder unseren Barrelburst, den jungen, unerfahrenen Mann, der da in die Wildnis geschickt wird. Und dort, ja, gegen die Zombies ankommen muss und versuchen muss, einen Weg hinauszufinden. Und dann geht es los mit dem Singleplayer. Ja, und vom Schwierigkeitsgrad habe ich mich entschieden, oder ja, bleibe ich auf normal. Liegt ganz einfach daran, ich hatte es vorhin schon gesagt, am Balancing hat sich ein bisschen was geändert. Und das wollen wir ein bisschen im Vergleich haben, wollen gucken, wo wir rauskommen. Die Wellen lasse ich natürlich an. Was ist eine Bauverbotszone? Weiß ich nicht. Ich würde jedenfalls sagen, natürliches Objekt respawnen, das heißt sowas wie Bäume und Steinhaufen und so weiter, entstehen wieder neu. Das ist ganz einfach, damit man zum einen wird das dann nicht so kahl und zum anderen müssen wir dann nicht so weit laufen jedes Mal, wenn wir neue Ressourcen brauchen, sondern die sind dann einfach auch immer gut in der Nähe zu finden, macht es ein bisschen einfacher. Synthetische Gegenstände respawnen lassen wir aus, das heißt einmal gelootet ist es weg. Generatorpanne machen wir noch, stellen wir aus. Und Forschen verlieren beim Sterben. Das hat sich auch ganz gut bewährt, dass man das anlässt. Den Rest würde ich so lassen, wie er ist. Und dann starten wir und gucken mal, was passiert. Die erste Folge, jetzt das Ankommen, mal schauen, wird wahrscheinlich ähnlich gehalten sein. Und wenn es uns wieder so ein kleines Tutorial vorgibt, wie wir es aus der Alpha 1 kennen, wovon ich jetzt mal ausgehe, dann würden wir uns auch erstmal in dem Tutorial langhangeln. Das heißt, das bauen, was er uns vorgibt, was er uns empfiehlt. Und dann hoffen wir, dass wir dann auch mit der ersten Nacht soweit gerüstet sind. So, wo stehen wir denn? Wir stehen hier irgendwo mitten im Nichts. So ganz so nichts ist es gar nicht. Hier sind sogar schon ein paar Autos zum Looten. Da unten ist auch eine Fabrik, irgendwas, Gebäude. Okay, erster Blick auf die Map. Das hat uns auch das Spiel gesagt. Das ist unsere neue Map. Die sieht auf jeden Fall mal anders aus, als wir es bisher kennen. Was mir so auf Anhieb schon mal gut gefällt, ist, dass auch die Map detaillierter dargestellt ist. Das heißt, was sind Berge, was ist Straße, was ist bebaut etc. Ja, hier sehen wir, also sind offensichtlich Gebäude unten. Und hier ist auch ein größeres Gebäude, sieht fast aus wie eine Fabrikhalle. Und was mir noch gefällt auf Anhieb, was ich gerade gesehen habe, ist, dass mir am Cursor die Koordinaten angezeigt werden. Das heißt, es ist für mich in Zukunft leichter, wenn mir irgendwo Koordinaten gesagt werden, wo ich vielleicht was finde, um das dann auch zu treffen. Ansonsten sind wir wieder relativ zentral auf der Karte unterwegs offensichtlich, was mir ganz gut gefällt. Und ja, dann vertrödeln wir gar nicht allzu viel Zeit. Wir bauen uns ein Messer, das sollen wir machen. Und wir nehmen, achso, das Messer mal auf die 1.
Und dann suchen wir uns einen Busch, den wir zerstören sollen. Wie gesagt, jetzt am Anfang. Erstmal das Tutorial schnell durchziehen. Haben Busch zerstört. War das kein Busch? Zerstöre Busch, um Ast zu erhalten. Sammle kleine Steine auf Boden. Da habe ich zum Glück auch schon welche gesehen. Die nehmen wir auch gleich auf. Da brauchen wir auch später noch ein paar mehr. Hier liegt noch einer. Und dort auch. Das ist ja nee, ist keiner. Gut. Dann soll man eine Holzfäller-Axt herstellen. Das machen wir natürlich auch ganz schnell. Und einen Baum fällen. Aber sicher. Oh. Ei. Das haben sie nie geändert. Das ist nach wie vor offensichtlich noch so, dass man, wenn man schlecht steht, dass man dann den Baum nicht umhacken kann. Da habe ich mir ein bisschen Fortschritt erhofft. Ist aber erstmal nicht der Fall. Und dann kommt als nächstes die Spitzhacke. Ach, falsch. Gleich mit hier runterziehen, dass wir schneller Zugriff haben. Und dann soll man einen Felsbrocken finden. Sieht jemand einen Felsbrocken? Ich sehe einen. Guck mal, wir sind ja wahnsinnig im bewohnten Gebiet. Gefällt mir das? Das hatte im letzten... der letzten Version mir ganz gut gefallen, dass wir dort sogar... schön in der Wildnis waren. Na meine Güte, wirst du auch irgendwann fertig? Jetzt hat das. Du hast natürlich gleich mal einen Eisenbrocken erwischt statt einem Felsbrocken. Das war also nichts. Und was ich gerade gesehen habe, es gibt offensichtlich ein neues Item. Schwefel. Das kann ja ewig dauern. Gut, zerstöre Papierbox. Die lag hier ganz am Anfang. Liegen hier ein paar zum Glück. Da muss ich mal gucken, wo kann ich denn da meine Falle aufbauen? Am besten gleich hier auf der Straße. Ist auch blöd. Und dann soll ich ein Fundament bauen. Ich nehme bloß mal hier hinten die Papierbox gleich mit. Und wenn ich es richtig gesehen habe, liegt hier auch wieder das erste Journal, so wie wir es schon aus der Alpha 1 kennen. Erstes Journal, Hinweis Nummer 1, geh zu den Koordinaten. Dort findest du Gegenstände im zweiten Stock der Forschungseinrichtung. Das ist offensichtlich geblieben. Die Story wird vermutlich... ähnlich sein oder gleich sein, weiß ich nicht, ob sie die umgeschrieben haben. Was man jetzt besser sieht, ist die Karte. Wobei es vielleicht sogar schwerer ist, sich auf dieser detaillierten Karte zurechtzufinden, als auf der etwas anderen. Das müssen wir schauen. Gut. Die Koordinaten hat er uns gesagt. Die interessieren uns jetzt aber noch nie, da wollen wir jetzt erstmal nie hingehen. Jetzt soll ich ein Fundament bauen, um... wie gesagt, die Frage ist, wo ich überhaupt mich aufbauen möchte. Neuer Sound. Da haben wir sogar gleich Benzin. Das ist schön. Und Plastik. Das nehme ich jetzt ja gleich mal mit, weil ich da nicht hier ewig hin und her rennen will. Da oben ist ein Reh. Schön, Energieriegel, das kann uns helfen. Wieso steht denn jetzt immer noch zerstören dran? Schraubenschlüssel erforderlich. Ei, kann ich mit einem Schraubenschlüssel die Autos zerlegen? Das ist auch neu. Gut, hier vorne sehe ich noch eine Pappkiste, die nehmen wir auch mit. Forschung kann man immer gebrauchen. Gerade am Anfang. Die Pappkiste nehmen wir auch noch mit. Dann suche ich mir mal eine Stelle, wo ich mich aufbauen könnte. Denn ich glaube, ich werde es ähnlich machen wie beim letzten Mal. Ich werde, glaube ich, da haben wir schon ein Level up. Ich werde, glaube ich, wie beim letzten Mal mir einmal eine Position raussuchen und dort bleibe ich dann auch.
Den Stein nehmen wir gleich noch mit. Oder besser gesagt das Eisen, was hier drin ist. Meine Güte. Das dauert ja wirklich ewig. War das in der Alpha 1 auch so lange? Kann schon sein, ne? Das ist die große Fabrikhalle, wo wir dann auch hingegangen sind. Ja, guck mal, hier oben ist es doch schick. Ich glaube, hier werde ich meine Basis und meine Falle hinbauen. Ja. Den Stein nimmst du mit und die Pilze sammelst du auch. So. Also, was soll man bauen? Ein Fundament. Also bauen wir ein Fundament. Können wir noch nicht bauen, fehlen uns Ranken. Also werden wir noch ein bisschen was ernten. Kriege ich ja von den Büschen auch Ranken. Zumindest bekomme ich Blätter. Da war auch eine Ranke dabei. Sehr gut. Aber jetzt brauchen wir sowieso noch ein bisschen mehr Holz und Blätter und alles brauchen Äste. Was neu hinzugekommen ist, ist, dass Werkzeuge und Waffen sich abnutzen. Man sieht das unten, da ist ein senkrechter grüner Balken und er ist bei der Spitzhacke schon ein Stück kleiner geworden. Gut, in welche Richtung baue ich ihn? Ich habe gelernt, ich brauche viel Platz. Richtung darunter, Richtung Fabrik. Ich weiß ja nicht, woher sie kommen, aber das ist, glaube ich, auch egal. Nee, wir bauen... Ach, ist eigentlich egal. Irgendwo müssen wir anfangen. Die kleinen Steine brauchen wir eigentlich gar nicht so sehr, aber naja, ein paar sind schon ganz gut. Also, Fundament, jetzt können wir es bauen. So. Und dann so, jetzt zeig mal, kannst du da hoch? Das ist wieder der Plan, dass ich an meinem Fundament hochklettern kann. Jetzt soll ich eine Treppe dran bauen. Und wenn ich mich recht erinnere, achso, eins snappen wollten wir die. Genau. Dann sollen wir sie als nächstes nämlich wieder abbauen. So, ein Hammer, Hammer, Hammer. Hier ist ein Hammer. Zerstöre Treppe mit Hammer. Nee, nie Upgrade, abreißen. Ja, genau. Sehr schön. Jetzt haben wir einen Molotow-Cocktail bekommen. Da sollen wir das Fundament anzünden. Das war, glaube ich, beim letzten Mal auch schon so, ne? Dass man lernt, okay, man kann es anzünden. Und dann kann man das auch wieder reparieren. Ne, hoch. Achso, hat er schon. Ne, wo hat er denn jetzt einen Hammer? Ah, hat an der Hand. Verwende Rüsterhammer aus. Habe ich doch jetzt, oder? Genau. Hier, Rüsterhammer aus. Und reparieren. Ach so. Ach so, du hast ihn nie ausgerüstet. Reparieren. Ach, zum Reparieren braucht man jetzt einen Hammer. Das ist neu. Das ist neu. Das war bisher nie so. In der Alpha 1 konnte man ohne Hammer reparieren. Sehr gut zu wissen. Ausrüstungsfertigungstisch. Ach, jetzt sollen wir die Werkbänke schon bauen. Gut, wenn ich mal davon ausgehe, dass ich das Fundament hier hinbaue,
Das wird sich sowieso mit der Zeit alles nochmal ändern. Dann baue ich mal die Bergbänke gleich ein Stück hinter. Die bauen wir später wieder in unsere Basis rein. Gut, Ausrüstungsfertigungstisch. Das ist der hier. Und da sollen wir einen Bogen herstellen. Und dann sollen wir uns Pfeile herstellen. Einmal herstellen, ergibt 5 Pfeile, ist das so? Ist so, sehr gut. Ich hatte letztens nicht so viel mit Bogen und Pfeil und Bogen gemacht. Aber das ändert sich vielleicht. Mal gucken. So, Materialverarbeitungstisch ist das nächste. Ach, das ist einer zum Aufrüsten. Jetzt gib mir erstmal die Axt. Ja, dieser Baum steht da mitten im Weg. Hast du gut daneben gehauen? So, wir haben ein Level abgekriegt, das gucken wir uns jetzt gleich mal an. Das war hier, ne? Okay, das hat sich auf den ersten Blick erstmal nie geändert. Wir haben hier den Fortschritt, hier haben wir unsere Skills und hier die Spulen. Gut. Was war denn jetzt was? Das ist gut, das machen wir. Na, das bringt zusätzlicher Schaden an Bäumen, Steinen und Eisen und zusätzlicher Schaden an Zombies. Wie viel das ist, weiß ich nicht, aber das hilft auf jeden Fall in allen Belangen. Was sollen wir als nächstes bauen? Eine Werkbank, okay. Sehr gut. Eine Werkbank, die ist. Hier. Ach, das Ding. Brauchen wir ein Holz und ein Holzbrett. Dazu haben wir den hier gebaut. Ein Holzbrett und ein Holz. Oh, was habe ich gedrückt? Ja. Gut, Werkbank. Die stellen wir. Ach, das ist auch eine zum Aufrüsten. Stellen wir mal hier daneben. Aktualisiere Fundament und rüste Hammer aus. Genau, das war hier. Haben wir dazu alles? Das ging früher auch ohne Hammer, oder? Zwei Nagel, ein Zement, 6 Stein. Zwei Nagel. Ein Zement und 6 Steine. Okay, da müssen wir erstmal das Upgrade machen. Was brauchen wir dafür? 4 Nägel, 4 Holzbretter. Achso, jetzt habe ich es wieder blöd zusammengestellt. Ne? Kriege ich alle Ressourcen wieder, wenn ich es abreiße? Na egal, können wir später machen. So, was hast du jetzt gemacht? Du solltest herstellen. Ich brauche ein Zement und 6 Ziegel. Kann nur 5 Ziegel herstellen. Brauche Stein dazu. Müssen wir Stein hacken gehen. Beim Ausholen hat er jetzt hinter mir den Buschleim mit weggehackt. Sehr schön. So, was hast du jetzt gekriegt? Auf jeden Fall war ein bisschen Stein dabei. Ziegel. Ach, jetzt habe ich die Nägel für das Aufrüsten der Werkbank verbraucht.
Gut, da haben wir's. Forschungstisch sollst du bauen. Zwei Holz, zwei Holzbrett. Wie gesagt, jetzt in der ersten Folge, da halten wir uns erstmal noch relativ stark ans Tutorial, damit wir dann auch hoffentlich vorbereitet sind für die erste Nacht. Fahre mit der Forschung fort. Naja, aber was soll ich denn forschen? Was braucht man? Forstarbeiter brauchen wir auf jeden Fall. Wir müssen am Anfang viele Bäume fällen. Ein Schlafsack. Da brauchen wir Stoff. Und irgendwo kann man bestimmt auch Stoff herstellen. Doch hier. Mist, wie viele Wahnsinn. Na, jetzt habe ich zwar Stoff, aber keine Blätter. Jetzt brauchen wir Blätter. Blätter kriegen wir von Bäumen und Büschen. Na, willst du mir die Pilze nicht zum Sammeln geben? Dann nicht. Schau gleich mal ein paar mehr Bäume um, denn das werden wir auf jeden Fall alles brauchen im Laufe der Zeit. Doch, Blätter brauchen wir eigentlich immer. Und da hat es auch schon ins nächste Level abgegeben. Das packe ich auch hier drauf. Ich glaube, hier erstmal wenigstens auf die 5 hochzugehen, ist eine ganz gute Sache. So, jetzt brauchen wir den Kollegen und sollen einen Schlafsack bauen. Haben immer noch nie genug Blätter. Na dann, weiter geht's. Ah, noch ein Stück ran. Na, noch ein Stück. Aber jetzt. Also, den brauche ich natürlich nicht da vorne hinstellen. Da müsstest du eigentlich erstmal dir noch ein paar Fundamente. Wie viele kannst du denn jetzt bauen? Hast du nicht allzu viel Holz? Snappt der nicht in der Höhe mit? Muss man manuell machen? Okay. Gut, hier hinten geht es bergan, das heißt, ich hätte vorne tatsächlich höher bauen können. Ja, also Holz. Bei den Schlafsack würde ich schon gern oben hinstellen, für den Fall, dass ich sterbe, dass ich wenigstens oben respawne, wo die Zombies erstmal durch die Falle müssen. Deshalb würde ich mir gleich ein paar mehr Fundamente hinsetzen, weil ja davor noch die Falle soll. Da habe ich aber beim letzten Mal auch ein bisschen gelernt, dass es sinnvoll ist, die Falle oben hinzusetzen auf die Fundamente. Gerade die Pendel können dann die Zombies runterwerfen und der Weg, den die Zombies gehen müssen, wird entsprechend schmal und sie müssen mehr durch die Fallen. Wenn ich die Fallen unten hinbaue, muss ich rechts und links irgendwie eine Art Mauer bauen, Fundamente. Und ja. Dann kann ich das auch auf die Art und Weise machen. So. Und eins noch, dann gehen wir raus. Wie viel hast du denn jetzt noch an Holz? Du brauchst jetzt auch noch was für den Schlafsack und für das weitere Zeug. Wie viel hast du jetzt? Gut, hier vorne kommt dann noch die Treppe davor, die kannst du gleich mal hinbauen, nicht, dass du die vergisst. Die sollten wir ja vorhin wieder abreißen.
Gut, hier kommen die Zombies hoch, hier kommen die Fallen hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fundamente. Aber da kannst du hier hinten erstmal einen Schlafsack draufstellen. Wo war er jetzt? Hier. Als nächstes die Flagge. Die ist auch hier. Die kann man natürlich unten hinstellen. Das ist nicht so wichtig. Und die Flagge, die wollen wir aber wieder ändern. Dann machen wir uns wieder unser Haus. Und Home. Heimat. Ne, das war die falsche Taste. Mal gucken, ja, haben sie wieder so gemacht, dass das dann auf der Map schön zu erkennen ist. Aber vielleicht auf der anderen Map leichter zu lesen, die Schrift. Du bist ja relativ klein. Was ist denn das hier? Achso, vom Journal, die Umklappseiten. Aha, okay, gut. Ja, halten wir uns gar nicht lange auf. Was sollen wir bauen? Ein Pendel. Ah, ein Pendel. Mit dem Pendel fangen wir an. Dann müssen wir was vorbereiten. Das weiß ich noch vom letzten Mal. Da brauchen wir das. Also brauchen wir Holz. Zwei Holz. Ne, drei. Pack mal die Axt weg. Und die Axt hat auch schon ganz schön abgenommen, ne? Ah, sortieren funktioniert auch. Wunderbar. Da mussten wir, wenn ich hier hingehe, haben wir vorne 1, 2. Ich baue es mal hier hin. So, 1 rechts dran, 1 links dran oder andersrum. Und jetzt können wir das Pendel bauen. Das ist bei den Fallen gewesen. Brauchen wir Seil, Eisenbahn brauchen wir dazu, Holz. Kriegt man jetzt eine Eisenbahn her? So, jetzt lass mich mal überlegen, es gab doch Licht, wunderbar. Eisenbahn können wir hier herstellen, richtig. Dann müssen wir nochmal ein Upgrade machen, aber hier kann man Eisenbahn herstellen. Dann gib mir mal den Kollegen. 15 Ziegel, ach herrje, Mine. 5 Seile. Achso, eins hat man schon, egal. 5 Bretter ist auch kein Problem. Wäre keins, wenn wir genug Bretter hätten. Und wie viel? 15 Ziegel. Gut, dann Spitzhacke und Axt frei und gucken, wo es was gibt. Holz und Stein brauchen wir in Mengen. Wie spät ist es? Stunde 19. 0 Uhr geht die Welle los, richtig. Bis dahin möchten wir mindestens ein Pendel haben, aber ein Pendel reicht uns nicht. Also warte mal, die Büsche wegschlagen reicht dir auch nie, weil da kriegst du keine Äste. Also ja, keine Holzstücken, keine richtig guten. Achso, ist das jetzt Eisen oder Stein? Das konnte man jetzt schwer erkennen. Aber auch Eisen braucht man ja irgendwann eine ganze Menge. Ja, die erste Runde, der ist jetzt auch noch relativ farmlastig. Das werde ich später dann wieder so machen, dass ich da auch offscreen ein bisschen Material organisiere, dass wir nicht die ganze Zeit zugucken, wie ich hier Holzhacke oder Eisen, also Steine wegklappe. Oh, die Axt ist schon gelb. Da muss ich mir dann auch bald eine neue bauen, ne? Ja. Da vorne ist noch ein Stein.
Da auch. Oder ist das Eisen? Ne, das sieht eher aus wie Eisen. Dann gehe ich mal hier rüber. Das sieht eher aus wie Stein, richtig? Mehr Steine brauche ich schon. Da oben ist ein Hochspannungsmast, ein Level Up, das nehme ich gerne mit. Aufpassen, wenn es da schon bewohnt ist, da vorne, dass ich dann nicht in die Zombies reinrenne. In denen fühle ich mich jetzt noch nie wirklich gewachsen. Aber muss ich ja, ne? Es ist ja, na ja, guck. Das ist ja gleich die Welle, die Nacht. Da muss ich ja mich den Zombies stellen. Mal gucken, wie die erste Welle wird. Wie herausfordernd. Hängt sicherlich auch davon ab, wie viel Fallen ich schaffe zu bauen. Wie viel Material ich formen kann. Das hat jetzt ein bisschen komisch geklungen, weil er mitten ausholen den Busch zerschlagen hat, ja, falls sich jemand gewundert hat. Ne, warte mal. Da ist er, die Axt. Ja, bist du zu weit zurückgegangen, ich weiß. Und den Kollegen klopfen wir auch noch klein. Das scheint zwar Eisen zu sein, aber auch das braucht man ja. Mal gucken, ob ich die 15 Ziegel zusammenkriege, ne? Das ist eine Herausforderung. Ich kann auch mal gucken, kann ich meine Waffen schon aufrüsten, meine Werkzeuge? Vermutlich noch nie. So viel Zeit muss sein, ein paar Pilze mitzunehmen. So, was haben wir hier noch? Hier ist auch einer. Ah, das ist jetzt zugegebenermaßen auch ein bisschen dem geschuldet, dass ich die natürlichen Ressourcen respawnen lasse. Dadurch erscheint dann eben auch relativ nah immer wieder neues Zeug. So, jetzt zeig mir mal. 15 Ziegel brauchen wir, 3 hast du schon. Das sind 14, das sind 15. Und jetzt solltest du hier eigentlich ein Upgrade machen können, richtig? 5 Bretter brauchst du noch. Geht los. Und jetzt sollst du mir einen Eisenbahn herstellen. Pendel. Eisenbahn haben wir. Seile brauchen wir. 4 Holz und 4 Holzbretter brauchen wir noch. Die machen wir auch gleich. Ne, das war noch nie. Und Seile, die waren hier drüben. Wie viele waren es? Schon vergessen. 10 Stück. Hast du keinen Stoff? Brauchst du noch 6 Stück? Und damit können wir das Pendel bauen. Oh, wo ist denn jetzt mein Fundament hier? Na, gib dir mal Mühe. Du kannst doch hochklettern. Lässt du sich ein bisschen betteln. Fundament, genau. Also hier Pendel, so. Schneidwerkzeug ist das nächste, was er bauen soll. Pendel ist schon mal gut. Legen wir den Hammer weg. Ja. Früher konnte man das so upgraden. Jetzt braucht man den Hammer, um das Upgrade zu machen. Wobei mir das Upgrade jetzt natürlich noch gar nichts nützt. So, Schneidwerkzeug. Was brauchst du denn dafür? Welches war denn das? Das hier, ne? Oh. Na gut, müssen wir loslegen. Hilft ja alles nichts. Die Zeit rennt.
einen Nagel. Ein Eisenbahn, der war hier. Holz war auch dabei, ne? Zwei Holz, drei Brett. Und zu guter Letzt die Seile. Da waren es fünf Stück. Also wir brauchen erstmal fünf Stoff. Blätter. Gib mir Blätter. Ja, kann ich hier. War ja noch ein Busch. Ja, warte, habe ich Angst, dass ich meine Werkbank treffe. Blätter war es bisher so, dass man von Büschen mehr Blätter bekommt als von Bäumen. Ich weiß nicht, ob es noch so ist. Stunde 20 schon. Na gut, das schaffen wir auf jeden Fall, das Schneidwerkzeug aufzustellen, schaffen wir. Dann müssen wir gucken, wie es weitergeht. Na. Ja, das ist wieder das, wenn man so nah dran steht. Mal gucken, wie das dann mit den Zombies ist, wie sich das handhaben lässt. Da hat man ja in Innenräumen das Problem, wenn wir mit einer Waffe gearbeitet haben, die war zum Ausholen war, und da haben wir schon das nächste. Nochmal mehr Schaden an allem. Jetzt mal gucken, wie viele Blätter gibt es denn jetzt von so einem Baum? Vier, und von so einem Busch gab es drei. Naja, gut, das ist. Aber Holz brauchen wir sowieso eine ganze Menge. Und ich muss dann bloß aufpassen, dass ich mir rechtzeitig eine neue Axt baue. Gut, mein Kurzzeitgedächtnis hat wieder zugeschlagen. Ich brauche noch vier Seile. Das sind drei. Und das ist es. Das vierte. Und jetzt müsste ich das bauen können. Sehr gut. Wo ist die Falle? Hier ist die Falle. Und das kannst du direkt hier vors Pendel setzen. Hoch, oben oder unten hin? Ist das ein Unterschied? Das snappt mal oben drauf und mal so nach innen reingesetzt. Das dürfte eigentlich keinen Unterschied machen, oder? Kann man drüber laufen? Mach mal weg. Kann man hier einfach drüber laufen? Achso, da macht er so einen kleinen Huckel, einen Absatz. Naja, ist egal. Das werden die Zombies schon hinkriegen. Könnten wir... Schalte Licht ein. Habe ich doch schon. Ausweichen verwenden. Machen wir auch. Und jetzt sollen wir einen Küchentisch bauen. Könnten wir noch eine zweite Falle bauen? Noch ein Schneidwerkzeug? Was fehlt denn uns? Fallenmaschine. Dann sag mir mal, eine Fallenmaschine könnte... Irgendein Zombie? Nein. Eine Fallenmaschine konnte man doch auch irgendwo bauen. Hier. Benötigte Forschung Ingenieur. Ingenieur Absolvent. Ingenieur. Reicht uns die Forschung nicht? Ah, okay. Gut, das scheint uns jetzt ein bisschen zu kompliziert zu sein. Also eine Fallenmaschine kann man gerade nicht bauen. Dann gucken wir mal nach dem Küchentisch. Den kann man schon bauen, sehr gut. Ein selbstgekochtes Ei sollen wir herstellen. Dann machen wir gleich ein paar mehr. Und jetzt eine kleine Tierfalle. Oh ja, kleine Tierfalle ist auch ganz gut. Da kriegen wir dann schon die ersten Fälle. Kleine Tierfalle brauchen wir Blätter.
So, ich habe gesehen, dass die Zeit schon ein bisschen vorangeschritten ist, die Folge ein bisschen länger. Das ist für die erste Folge, glaube ich, ganz in Ordnung. Weil wir wollen das ja zusammen machen. Trotzdem würde ich sagen, wenn wir die kleine Tierfalle aufgestellt haben. So, kann man ja hier irgendwo an den Rand stellen. Stelle Fallenmaschine bei Werkbank her. Na, das hat man ja gerade festgestellt, dass das nicht so einfach möglich ist. Achso, die ist schon geladen. Ich dachte gerade, wir müssten sie noch laden. Das geht gerade nicht, weil ich dazu erst forschen muss und ich habe nicht genug Doch, jetzt habe ich genug Forschungsmaterial. Ich habe welche gekriegt, offensichtlich als Belohnung. Gut. Dann können wir uns das nochmal angucken. Fallenmaschine, was brauchen wir da? Zahnrad, Kupferdraht und Eisenbahn. Kupferdraht weiß ich nie, wo ich ihn jetzt hernehmen soll. Ich habe ein Kupfererz. Wo kann man Kupferdraht bauen? Hier kann man Kupferdraht bauen, braucht man Kupferbarren. Und für einen Kupferbarren braucht man Kupfererz. Also ein Kupferdraht könnte ich tatsächlich bauen. Alles klar. Gut, ob wir das noch schaffen, weiß ich nicht. Denn nur mit einer neuen Fallenmaschine kann ich auch eine neue Falle bauen. Deshalb würde ich sagen, gehen wir mal zu unserer Kochstelle. Da haben wir wenigstens ein bisschen Licht. An dieser Stelle verabschiede ich mich erstmal von euch. Bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.